Ja, Smash einfach krassestes Game, was soll man sagen? So ist Genau. einfach wirklich ein Wunderwerk. SDN auch schon seit Brawl dabei, damals noch mit Kirby, aber diesmal Ja, stimmt. dominierender Ike-Spieler. Kirby sogar auch noch bei Smash 4. Ja, stimmt. Oh, und also Wir jetzt gehen im jetzt hier rein. Moment, Splash Mage macht auf jeden Fall unter der Plattform immer ziemlich. Oh mein Gott, SDN aggressiv, Oh, kann und gerade noch überleben und so von Splash. schönen Druck gemacht hier gerade. Wobei Splash Mage auch echt gut gerade spielt. Natürlich habe ich jetzt meinen Fokus auf den beiden. Aber Ich schaue noch mal wenn auf die er, anderen zwei. schau mal auf ihn, wenn er unter der Plattform ist. Also Boah, das ist Splash auch Mage gerade macht richtig Druck jämmerlich. dann. Schön hier gerade von Nice Face, der hier Aegis spielt. Aegis, mal schauen. Vielleicht spielt er den ja auch in Boah, Singles und die und Abwehr und das aus boom! für Oh mein beide. Gott, so früh! Tiger, so früh Ja, auch. Mithra, also Es ist so Pyra. scary, dieser Char, wow. Mir ist vorhin nicht eingefallen, wie der Char hieß. Pyra und Mithra. Also manchmal habe ich so eine Blackout sehen. Ja, aber ich meine. Oh, der Oh, Shield Break! tschüss! Oh mein Gott, da kannst du nichts gegen machen, Oh, glaube und. Ja, ich. Jo! Yo. Heftig von ihm. SDN. Und hier sehen wir halt auch so Sachen, ne, die passieren dann halt auch in Grand Finals, so wo die krassesten Teams mit den krassesten Synergies halt landen. Shield Und Breaks, Double Kills. Ja, falls ihr irgendwelche insane Momente seht, macht mal auf jeden Fall ein paar Twitch-Clips, damit macht es ihr uns es leichter, irgendwie so für Combo-Videos Sachen auswendig zu machen. Es sind schon so viele Sachen passiert auf NEZ. Oh, Gut, schöne Back Air, guter Punish. Ja, es sind schon so crazy Sachen passiert, allein heute auch schon. In Teams, ja, und wir haben die Singles ja noch vor uns, das wird crazy. Da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Auch weil es heute so stacked ist, ja. Also man kann nicht sagen, wer das Ding holt. Ja, auf jeden Fall. Also einiges an neuen Begegnungen. Viele Leute, die noch nicht da waren. Das freut mich natürlich auch. Und SDN tankt hier, aber verliert jetzt doch das erste Stock knapp 2 Minuten. Okay, und kein Reach von Splash Mage. Geht hier doch dann wieder rüber. Schön. Boah, bei SDN und Nice Face so liebe, ne? Da funkt schon auf dem letzten Stock gerade. Ja, safe. Und hart. SDN seit neuestem sehr aggressiv. Oh, überlebt hier. Sehr aggressiv offstage. Ich glaube, er sieht einfach auch die Disadvantage gerade hier, was Prozente und Stocks angeht. Und traut sich dann auch so ein bisschen mehr, weißt du, ich meine. Auf jeden Fall. Okay, wir sehen hier gerade Bel Campo gegen Nice Face und Squall und Beißel werden Hammer am Stream nachher. Ich sag den Leuten Bescheid gleich. Also wir machen gleich irgendwie, weiß ich nicht, 5 Minuten Pause. Ich quatsch einmal mit den Leuten und dann seht und ihr das ja auch gleich am Stream. Splash. Und das ist auch schon der letzte Stock hier für Splash Mage. Okay. Ja, da Funk, also keine Ahnung, wenn er jetzt richtig aufdreht, so ganz, ganz vielleicht. Aber die beiden, die spielen jetzt einfach auch Teamplay runter, kann ich mir vorstellen. Ja, das fehlt mir so ein bisschen. Ich habe lange keine 3-Stock-Comebacks im 2v1 gesehen mehr. Das ja, die Leute sind halt einfach auch gut geworden. Und wenn man dann einfach so diese Teamkombos runterspielt, dann ist es einfach extrem hart, ne? Außer man ist Skelly. Skelly-Comebacks sind echt crazy manchmal. Ja, stimmt. Gerade mit Snake und so. Kennst du noch Ice Studying? Ja, safe. Ja, Ice Studying, auch schon in Brawl gespielt, in Smash 4 auch. Jetzt so ein bisschen ruhig geworden um ihn, aber ja, der war insane in Doubles, wenn er 1v2 war. Der war einfach nur insane. Ja, der war allgemein insane. Boom! Boah, und einfach das rein war's. Da, einfach rein da. Erstes Game geht an der Funk und Splash Mage damit. Die haben übrigens eine ziemlich ähnliche Dash Attacks, ne? Ike und Mithra. Ja, der Pyra, ne? Oder Pyra ist das, genau. Ja, genau. Mithra ist Zahnstocher. Okay. Genau. Aufblasbares Papier. Und Pyra ist Baumstamm. Genau. Mit dem Truck. Kann ja okay, also Beck ja, Campo auch ein Bahn guter 1v2-Spieler. Schade, den haben wir heute nicht gesehen hier bei Doubles. Wo ist der Domtemdomi? Ich weiß nicht, was das heißt. Ich auch nicht. Das ist wahrscheinlich irgendwie ein Special Me von Dings. Da Funk. Kann schon sein, ja. BBC bester 1v2-Spieler, den ich jemals gesehen habe. Tatsächlich, ja? Okay. Also, ging gerade. Okay, hier. Okay, let's go. Game Nummer 2. Game Nummer 2. Tuck. Ja, auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Stage hier. Ein bisschen mehr Platz. Tuck habe ich auch nicht.
Town and City. Ist mit der Bahn da? Ich dachte irgendwie eine Weile, dass es Town and City halt hieß. Was? Also Town and City, so irgendwie das Ende vom Town. Ach so, Town and City. Ja, irgendwie, keine Ahnung warum. Ja, okay. Oh, der Big Damage hier von Splash Mage. Dara-El, Digga. Leitern. So ein Hierdacher, aber crazy einfach auch. Ja, Kaya ist mit der Bahn da. Hat den weiten Weg auf sich genommen, trotz irgendwelchen Busstreiks oder so. BVG, genau, was auch bis immer. Gestern zum Glück. Okay. Oh, und Splash Mage hier mit dem Upbeast Bike. Okay. Guck mal hier. Cruel versus Mikago on stream. Okay, die näher. Mikago? Ist das der Luigi? Nein. Mikago ist auch aus Rostock. Ich weiß gar nicht, wen er spielt, ehrlich gesagt, aber auch aus Rostock. Okay. Oder ich bin gespannt. Okay, hier auch gerade wieder. Ich glaube, dieser Luigi ist aber auch immer cool. Gerade die Führung hier für Team Rot. Mal schauen, wie lange da Fung hier noch auf seinem Stock chillen kann. Aber er muss hier gerade hart chillen. Ganz entspannt auf der 3 Stocks. Ja, aber wirklich. Oh, okay. Ungünstiger die Eifel. Ja, aber auch so, ne? Oh, oh mein Gott. Hat er seinen Teampartner mitgekillt? Kriegt SDN damit und damit gehen sie jetzt hier auch in Rückstand, was die Stocks angeht. Oh, das könnte ein Early Kill sein. Nein, nicht ganz. Wäre auch crazy bei 50. Aber Nice Phase auch richtig heftig mit Iron Background unterwegs, ja. Ich weiß gar nicht, ob wir Link noch sehen in Singles von ihm. Also wenn er das verlieren sollte, vielleicht. Aber die haben ja im Endeffekt noch 2 Sets, deswegen ich denke eher nicht. Ja. Nee, aber in Singles gleich vielleicht. Ach, in Singles, ja, safe. Bin gespannt. Boom! Oh Gott. Odd Thunder. Odd Fire. Interessante Moves. Icke Feier. Icke Feier. Okay. Das war das coolste Intro von einem Combo-Video übrigens. Das war doch irgendwie dieser Abbi, oder? Nee, was dieses Yoro-Combo-Video, was du gemacht hast. Ah, hast ja. Hast du so ein heftiges Intro gemacht? Stimmt, das war ein heftiges Intro. Ja, wo eigentlich das Schwert da in den Boden steckt. Okay. Okay, also jetzt im Moment. Stocks. Oh! Splash Mage überlebt! Splash Mage und der Funk drehen nochmal auf. Wir müssen sie aber auch. Nice Face mit Stock. Oh, okay, das war ein ganz wichtiger Stock hier gerade für Team Rot. Die können das noch gewinnen. Sie müssen es gewinnen. Vor allem. Ja. Oh, schön von der Funk, aber ist der immer noch am Leben? Aber eben gerade guter Versuch schon. Oh, der Funk hier. Gut an der Edge gerade. Macht ordentlich Druck. Sauber mit den Nairs. Muss aufpassen, einfach hier SDN immer so scary. Oh mein Gott, das ist jetzt gerade hier ein Hit und SDN kriegt den Hit. Oh, der Funk muss jetzt eigentlich SDN hier mit einer Abwehr erwischen, wird dann aber wahrscheinlich auch gepunished und so. Das ist hart, machbar, ja, das ist machbar. Das ist hart. Was war das, was da gecancelt wurde? Was Abi? I don't know. Ich oh mein Gott, das auch ist eigentlich so scary. Oh oh. Hätte ja sein können. Hätte sein können. Sagt SDN. Oh! Oh. Kann er hier den Kill auf SDN bekommen? Oh, F-Smash. Smash. Oh. Oh. Kann er den holen hier? Ich will sehen, dass Dafung das jetzt hier gerade den Kill noch kriegt. Oh mein Gott, komm, Dafung. Oh, der Dash Attack in den Rücken von Lennart. Cobra einfach rausgeflogen. Okay, also das 2-0 hier im Finale, im Grand Finals von SDN. Oh, und Digga, Nice Face geholt. Ich hab gerade wirklich noch